Das haben wir jetzt tatsächlich auch wirklich vorgefunden nach der ersten Reinigung des Startmagneten. Das sind alles ferritische metallische Teile, die der Magnet herausgefischt hat. Also bei Neuanlagen oder auch bei Umbauten, da sind die Leitungen sehr, sehr schnell verschmutzt durch Schleif- oder Schweißarbeiten oder Hilfs- oder Putzmittelresten und so weiter. Alles kleine Dinge, die schnell mal übersehen werden und in den Rohrleitungen zurückbleiben. Daher wieder ein kleiner Appell an den Installateur, hier richtig aufmerksam zu sein. Man kann sich ausmalen, wie viel Rest von diesem Zeug hier in der Anlage noch vertrieben ist. Ist die Stutzenbelastung. Die Gehäuse sind aus duktilen Werkstoffen und die können sich tatsächlich mechanisch auch verformen, wenn die Belastungen zu groß werden, und zwar so weit, dass die zulässigen Toleranzen, Form und Lage tatsächlich überschritten werden, Spalte werden deutlich kleiner. Und zu sehen hier an dem Saugmund des Laufrades hier an dem Bild, da staut sich tatsächlich das Gehäuse so stark ein, dass hier Anlaufspuren zu sehen sind. Ja, Laufräder und Leitlager, die sind eingelaufen und weisen beides dann auch hier die Lager mit den entsprechenden belasteten Stellen auf. Ja, nahe dran an der Stutzenbelastung ist die thermische Dehnung, die jetzt kommt. Das bekommt die Pumpe dann zu spüren, wenn sich die Rohrleitungen erwärmen und sich nicht frei ausdehnen können. Wenn die gesamte Ausdehnung im Grunde dann in die Stutzen hinein erfolgt.